Willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Wir befinden uns hier gerade in der Mission The Shard und erklimmen gerade das höchste Gebäude vom Glas. Oh shit. What the fuck was this? Oh, okay, da konnte sie sich nicht festhalten. Their firewalls are a joke. My sister could hack through them, and she's even more stupid than Kuma. Damn it. What? I lost a bomb. Must have been my bomb debris. This country is not stable, Faith. Good to know. You might not. Keep going. Okay. Wo geht's jetzt dann hier wirklich höher? Bin mir gerade nicht wirklich sicher, wo ich mich festhalten kann. Da? Nee. Das regt mich auf, man erkennt nicht, was man wirklich... Oh, oh. Holy shit. Wo man wirklich weiterklettern kann, da drüben? Nee, auch nicht. Oh, das regt mich auf gerade. Ich meine, was soll der Mist? Man erkennt wirklich nicht, wo man weiterklettern soll. Da geht's nicht durch. Ach, da sehe ich jetzt gerade was. Hier? Da! Ah, super. Hey. What? That's good to know. Jetzt aber. Yay. So. Oh. Oh. Holy shit. Ihr spinnt doch alle. Holy shit, hey. Holy fucking... Oh, shit. Muss man gar nicht aufpassen, dass man von nichts erschlagen wird hier. Das ist echt übel. Oh, oh. Puh, der war knapp. Alter, der ging halt wirklich genau neben uns vorbei. Na, komm, renne mit dir. Phew. Holy shit. Oh, Plastik führt uns, wo wir lang müssen. Wow. I'm on my way. Oh, ow. Yay. I've never seen this many trees before. It's beautiful here. Most employees don't know it, but fresh water is fast becoming a valued commodity in Cascadia. That's too bad. The rest of the city could use a bit more of this. Und sie werden es bekommen, hoffe ich. What? Kommunikation bricht gerade leicht ab, würde ich sagen. So, hopp. Und rein da. Yeah, oh. Hohoho. Komm. Ernsthaft. Ich meine wirklich, das musste jetzt wirklich sein, oder? Ja, du sollst dich da halt einfach ranhängen, genau. Weil dann kommen wir da auch ran. Sehr schön. Ey, ey. Oh, oh. Kommt was gefallen. Shit, hey. Immer schön weiterklettern. Einfach nicht stehen bleiben. Wow.
Are you stupid? Alter, das war mir gerade echt ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack, wenn ich ehrlich bin. Shit, hey. So. Immer schön weiterklettern, Faith. Dann sollte nichts passieren. So. Immer höher. Was haben wir hier? Recording! What? Wer hat da jetzt gerade gesprochen? Hoppala! Shit! No, das reicht aber ganz schön weit, das Ding. Ich bin begeistert. So, boah, hier oben ist alles nur noch irgendwie Trümmer. Oh! Einfach komplett durch die Glasscheibe durchgebrochen. Naja, aber wir sind da. Immerhin. Zack. Alter, wie hoch ist denn das scheiß Ding noch? Leck mich am Arsch. Achso. Oh, Tarzan. Oder Nathan Drake. Alle möglichen Leute, die sich so rüberhangeln können. Indiana Jones nehme ich da jetzt mal aus, weil ich glaube, so weit kommt der mit seiner Peitsche nicht. Wenn ich ehrlich bin. Oh. Oh shit. Hat da gerade jemand geschossen oder bricht das einfach nur so zusammen? Beides wäre nicht gut. Oh, ich glaube, es bricht einfach nur so zusammen. Scheiße. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein. So. Ja, komm, wir können hier oben bleiben. Oder auch nicht. Nein, ich hab das Ding doch gesehen. Das ist doch lang genug eigentlich. Okay. Let's do this again. Und dieses Mal hier nicht so dahin rushen. So. Hopp. Jetzt. Es hätte von dem anderen Eck gerade auch funktionieren müssen, eigentlich. Oh oh. Shit. Kann der Scheiß gleich mal aufhören, unter meinen Füßen hier wegzubrechen? Oh oh. Lauf, ey! Ah, okay. Dann geht's da höher. Wow. Ein ganz schönes Stück. Schau mal, das Ding ist so scheiß lang. Ich fühle mich verarscht, dass es vorhin von der einen Position aus nicht ging, sich da dran zu hängen. Wow. Shit. Hey, you guys. Oh. Whoa. There's a huge hole in the wall here. The explosion tore off one of the burner plates. Ein falscher Schritt und das war's hier halt, ne? Holy shit! Holy shit! Da ist doch was.
Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wenn ich es da schon ganz offen liegen sehe, dann nehme ich es auch mit. Okay, look for another... Oh, hallo. Oh. Whoa. I need those doors open. Now. Now. There's K-Sec everywhere. I said, I'm feeling my best. Ow. The doors are open. There, they're open. Doors are open? Sounds good to me. Welche Türen sind offen? Die Fahrstuhltür, habe ich gedacht. Nee. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da! Ja, 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 lauf, 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 lauf! So. Shit! I made it. Wie sie ihn immer vor... vorschiebt, um ihre Gefühle auszudrücken, finde ich irgendwie witzig. Oh, shit. Where do I have to go? Oh, jawohl. I've reached the top. Quite a view up here. Whoa, da haben sie Berge. Geil. Schaut ziemlich cool aus, aber die Stadt ist halt wirklich sehr verdeckt. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Oh, ganz schlechte Idee. Einfach Wasser? Ach so, unter einer Glasscheibe. Okay, auf einer Glasscheibe natürlich. Die Glasscheibe ist unter dem Wasser. There's a console here. That's it. Connect the Omnistat drive and the virus will do the rest. And you should probably expect some guards to show up any minute. As I suspected. What do you hope to accomplish here? I'm giving people the right to decide things for themselves. Oh, Faith, hasn't it ever occurred to you that people might want reflection? They just want the pretty lie you're giving them, not the ugly truth. Oh, yes, the truth is always ugly, isn't it? As you should know. It's your mother's work that you intend to wreck, after all. She never wanted this. You perverted everything she ever stood for. What do you know of her reasons? You were a child. You're still a child. Wantingly destroying everything around you. I promised your sister that I would capture you alive. Submit, and you won't be harmed. Never. Zwei von den Spacken? Na dann, come at me, bro. Genau, kleine Kuschelrunde für euch zwei. Au. Aber wenn man einmal liegt, hat man fast keine Chance mehr gegen die beiden Idioten. Das ist echt schlimm. So, das war mal der erste. Der zweite folgt. Au. Jawohl. That's how it's done. Das hat verdient. Damn runt. I should have had you killed with your leech parents. You've lost, Kruger. Your control ends here. Reflection is not about control. It's about survival. For you and the other families, maybe. It's time you all withered and died. Oh.
By destroying Reflection, you're dooming your dear sister as well. I'm setting her free. Hardly. Isabel has a chronic lung condition. With Reflection, we've managed to keep it at bay. Destroy you're it! You're lying. Am I? Am I lying? You almost managed to kill her once. Why not just go finish the Stay job? Stay back! Everyone around you dies, Faith. Did it ever occur to you that maybe you're the one to blame? Shut up! You killed my family. You killed my friends. And you killed Noah. What the hell are you waiting for? Stop that thing and kill her! Kat! Ah, shit. What? Falsche Richtung, oder wie? Wo ist sie denn? Ach, ich muss da lang. Nee, wo muss ich denn lang? Hallo? You fucking kidding me? Ach, da geht's rein. Oh. Kat, stop! Kat, talk to me! Come on, Kat. Kat, wait! Oh, shit. Oh! Oh shit! Oh, Glück gehabt, ey. Holy shit, Alter. So, wo ist sie? Kat! Stop it! I hate you! My name is Isabel! Your name is Caitlin Connors! You're the daughter of Erica and Martin! And my sister. I have no sister! You left me! Kat! He said you died in the riots, with Mom and Dad. I cried for months, and then I convinced myself that you never existed. It was the only way. He killed our parents. I saw it, and he's killed hundreds more for the sake of Reflection. Isabel, come, we're leaving. You don't have to do what he says, Kat. You are your own person. This has gone on long enough! Fire! No, no, no! Don't understand. I have to. Then that's how it all went down.
I wish I could say everything changed. That the employees rose up in disgust over reflection and overthrew the conglomerate. But there was no mass uprising. No riots on the streets. Krugersek remained in control. Life went on as before. Or almost. Because something had changed. We'd started something. Something we intend to finish. Nice, that's it. Das war Mirror's Edge Catalyst. Allgemein muss ich ehrlich sagen, dass es mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Der Open World Part in dem Teil hat ein bisschen mehr dazu beigetragen, das Spiel lebendiger zu machen. Wie schon im Spiel erwähnt, ich fand es halt leider wirklich ziemlich leblos trotzdem. Es war halt nirgendwo jemand. Die paar Leute, die auf den Dächern sind, hatten vielleicht mal hier eine Botenmission für uns. Aber sonst war das Spiel einfach wirklich relativ leblos und tot und steril. Also das hat mich irgendwie am meisten gestört. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es irgendwie immer mit Assassin's Creed vergleichen. Und da ist die Spielwelt einfach viel lebendiger und nicht ansatzweise so steril wie bei Mirror's Edge jetzt hier. Trotzdem, trotz dieser Kritikpunkte, muss ich wirklich sagen, dass es mir extrem gut gefallen hat. Auch von der Story her. Und das schreit eigentlich nach einem dritten Teil, auf den ich mich auch sehr freue. Ja, das Let's Play-Projekt endet damit hier. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben. Genießt noch den Abspann und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Projekt wieder. Also, bis bald.
Joanna Kruger, CEO of Kruger Holdings, today announced the successor to Gabriel Kruger, head of Kruger Sec and missing since the terrible events in Glass recently. Kruger will be superseded by his daughter, Isabel, who, while still mourning her... Well, I have to go. Your sister's the new head of Kruger Sec. Hmm. Interesting. Plastic made a breakthrough with Kuma. I'm off. I am sure glad to be rid of that crap. That's one I owe you forever, Faith. So, what are you gonna do next? I'm gonna run.